Grüß euch. Heute machen wir einen Ausflug in die japanische Küche und wir machen ein Teriyaki, und zwar ein komplett veganes mit Tofu. Und unsere Zutaten sind Ingwer und Knoblauch, gehören eh immer zusammen. Der ganz neutrale Tofu. Wenn ich Tofu esse, dann möchte ich auch keinen Tofu essen, der aussieht wie oder geräuchert oder sonst wie. Eine Peperoni, drei Karotten, eine Zwiebel, drei Stangen Bleichsellerie, die zwei Paprika. Und für unsere Soße brauchen wir auch ein bisschen Zucker. Ich habe da braunen Rohzucker, Pfeffer, Salz. Anbraten tun wir das in Sesamöl. Und aus Sojasauce, Miri und Sake machen wir uns diese Teriyaki-Soße. Wie ich die genau mache, zeige ich nachher. Und dazu gibt es chinesische Nudeln, das sind so schnell kochende, das ist einfach sich nur Weizenmehl, Wasser und Salz. Und ich würde sagen, jetzt können wir loslegen, unsere Zutaten klein schneiden und dann geht's weiter. Und los geht's. Unsere Zutaten sind jetzt klein geschnitten. Ich zeige euch mal die Größe. Solche Häppchen haben wir da gemacht, weil ihr wisst ja, die Japaner, die essen das ja eher mit Stäbchen. Und der Tofu und solche Stücke und Karotten, ja, ihr seht es ja auf dem Bild, und die Zwiebeln. Das Kleinschneiden muss ich euch wirklich nicht zeigen, das dauert eh so lange. Und so sieht es dann aus. Und jetzt machen wir die Teriyaki-Soße. Und in die Soße legt man zunächst mal den Tofu ein. In die Klassiker, Teriyaki mit Rindfleisch, mit Fisch, mit Schweinefleisch und natürlich Chicken Teriyaki ist natürlich der Klassiker. Und wir machen heute was komplett Vegetarisches, nein, es ist sogar vegan. Und jetzt machen wir die Soße. Wir nehmen uns ein tiefes Gefäß und in der Regel macht man das immer zu gleichen Teilen, also Mirin, Sake und Sojasauce, aber mir ist es zu salzig mit gleichem Anteil an Sojasauce. Deswegen mache ich drei Teile Mirin. Und da habe ich so einen kleinen Messbecher und schütte es da in das tiefe Gefäß. Mirin, das ist ein süßer Reiswein. Jetzt Sake, das ist ja Reisschnaps. Machen wir auch drei so kleine. Ist übrigens ein Eierbecher, wo ich da habe. Von der Sojasauce nehme ich nur zwei so Messbecher. Wenn ich gleich einen Anteil nehme, wie schon gesagt, ist mir das viel zu salzig. So. Kommt zwei Löffel Rohrzucker, braunen Rohrzucker. Ein bisschen durch den Mirin, etwas dickflüssig schon, und lösen auch ein bisschen den Zucker auf. So. Und jetzt tun wir da drin, marinieren wir den Tofu. Der darf, weil er ja eh ziemlich geschmacksneutral ist oder eigentlich fast noch gar nicht schmeckt, müssen wir hier einen Geschmack geben. So, und den lassen wir jetzt da ziehen und so lange braten wir schon mal, fangen wir mit dem Anbraten von dem Gemüse an. Immer wieder rühren
da ein schönes Aroma von dem, von unserer Soße da. Okay. So, und jetzt geht's am Herd weiter. So, wir tun Sesamöl, Pfanne rein. Als erstes tun wir die Zwiebel rein. So, die bekommt schon ein bisschen Farbe. Und jetzt tun wir schon auch die Karotten dazu. Jetzt kommen unsere Paprika rein. Und nach ein paar Minuten tun wir den Bleichsellerie dazu. Jetzt kommen die restlichen Zutaten dazu, der Ingwer, Knoblauch und die Peperoni. Schmeckt ein bisschen mit durch. Jetzt tun wir den Tofu absieben, dass wir auch anbraten können. So, wir schütten das einfach hier in das, durch das Sieb. Lassen das ein bisschen abtropfen und braten das dann an. Wir haben unser Gemüse hier rüber verlagert. Da kann das ein bisschen weiter brutzeln. Und jetzt tun wir hier ein bisschen Sesamöl rein und tun das heiße Fett, das heiße Öl besser gesagt, unseren Tofu rein. Wir tun jetzt gleichzeitig das Nudelwasser aufsetzen. Ich nehme hier schon heißes vom Wasserkocher. Und jetzt geht es voll schnell. Tofu kriegt sehr wunderbar Farbe. Ich würde euch empfehlen, es zu schwenken. Durch das Rühren mit irgendwas fällt er auseinander. So, wir tun den Tofu jetzt raus aus der Pfanne. Tun den extra Teller. Und in der Pfanne tun wir jetzt die Teriyaki-Soße rein. Die wird jetzt da einreduziert. Okay, das lassen wir jetzt auch so lange kochen, wie die Nudeln brauchen. Tun wir ein kleines bisschen Salz rein und das Nudelwasser. Und die tun wir einfach da rein. Die Soße darf ruhig bei starker Hitze einkochen. Wenn das Nudelwasser kocht, abschalten. Man kann die auch so zubereiten, indem man nur das kochend heiße Wasser über die Nudeln schüttet und ziehen lässt. Auch feuchtfertig. Ein bisschen eingekippt. So, die Soße ist jetzt fertig. Wunderbar. Genau richtig. So, ich habe sie schön abgeschaltet. Dann das mit der Restwärme noch ein bisschen hier einpicken. Reduzieren und jetzt gießen wir die Nudeln ab. Oben drauf der Tofu. So, und jetzt könnt ihr sehen, wie dick die Soße wird. Und da kommt jetzt ein bisschen was oben drüber. So, 2-3 Löffel. Oben drauf streue ich gern noch etwas Pfeffer. Nicht zu viel. Wunderbar. Und so ist unser Tofu Teriyaki fertig. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachkochen und guten Appetit.